Asklepios. Durch intensive Hygiene zu mehr Patientensicherheit. In jedem Krankenhaus kommen Tag für Tag viele Menschen zusammen. Sie alle tragen Keime, also Bakterien und Viren am ganzen Körper. Keime, zum Beispiel auf Haut und Schleimhäuten, gehören zu einem gesunden Menschen. Bei einigen dieser Keime handelt es sich jedoch um sogenannte multiresistente Erreger. Diese können, wenn sie in den Körper eindringen, Infektionen auslösen, die schwieriger zu behandeln sind. Bei Krankenhauspatienten ist häufig das Immunsystem geschwächt. Offene Wunden oder Katheterzugänge können zusätzliche Angriffsflächen bieten. Hygiene ist daher einer der wesentlichen Bausteine der Patientensicherheit bei Asklepios. Wie kommen Keime ins Krankenhaus? Jeder Mensch ist Keimträger. Patienten und Besucher können gefährliche Keime mit in die Klinik bringen, ohne es zu wissen. Sie sind lediglich Träger, ohne selbst erkrankt zu sein. Was tut Asklepios zum Schutz der Patienten? In jeder Klinik sind zum Schutz der Patienten Krankenhaushygieniker, Hygienefachkräfte sowie hygienebeauftragte Ärzte und Pflegekräfte tätig. Patienten, die ein Risiko für bestimmte Keime besitzen, werden bei ihrer stationären Aufnahme durch einen Abstrich untersucht bzw. gescreent. Bei einem positiven Befund werden dann verstärkte Schutzmaßnahmen getroffen. Asklepios entwickelt seine Hygienemaßnahmen stetig weiter. Dazu gehört beispielsweise der Einsatz von Türklinken mit desinfizierender Kupferlegierung. Die Desinfektion der Hände ist von so großer Bedeutung, dass alle Asklepios-Kliniken sich an der Aktion Saubere Hände beteiligen. Welche Hygienemaßnahmen befolgt das Krankenhauspersonal? Die Hände sind Hauptüberträger von Keimen. Deshalb ist die wichtigste Hygienemaßnahme die Händedesinfektion. Die Desinfektionslösung tötet bei sorgfältiger Durchführung 99,9% aller Keime sicher ab. Auch Patienten und Besucher sollten sich die Hände im Krankenhaus regelmäßig desinfizieren. Spender stehen an vielen Stellen zur Verfügung. Die richtige Technik ist dabei entscheidend. Erstens: Handfläche auf Handfläche. Zweitens: Rechte Handfläche über linkem Handrücken und linke Handfläche über rechtem Handrücken. Drittens: Kreisendes Reiben des linken Daumens in der geschlossenen rechten Handfläche und umgekehrt. Viertens: Handfläche auf Handfläche mit verschränkten, gespreizten Fingern. Fünftens: Außenseite der Finger auf gegenüberliegende Handflächen mit verschränkten Fingern. Sechstens: Kreisendes Reiben hin und her mit geschlossenen Fingerkuppen der rechten Hand in der linken Handfläche und umgekehrt. Die Händedesinfektion muss stets vor und nach jedem Patientenkontakt durchgeführt werden. Auch die Desinfektion der direkten Umgebung des Patienten ist wichtig. Dazu werden desinfizierende Tücher verwendet. Für Patienten und Besucher gilt: Waschen Sie sich gründlich die Hände, vor allem nach dem Toilettengang. Desinfizieren Sie sich regelmäßig an den vorhandenen Spendern die Hände, insbesondere auf Empfehlung des behandelnden Arztes oder der Pflegekräfte. Regen Sie sich gegenseitig zur Händedesinfektion an. Halten Sie die Stellflächen der Nachttische frei. Vermeiden Sie das Berühren von Kathetern oder Wunden. Informieren Sie sich über die Hygieneregeln und fragen Sie das Klinikpersonal, wenn Ihnen etwas unklar ist. Für Besucher gilt außerdem: Kommen Sie nur in die Klinik, wenn Sie selbst gesund sind. Verzichten Sie zum Beispiel bei Erkältung, Grippe oder Durchfall auf einen Besuch. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gern, wenn Sie Fragen zur Hygiene haben.